Das letzte Kapitel der Menschheitsgeschichte hat begonnen. Übrig geblieben ist Traumatika. In einer Welt nach der Apokalypse hat das Böse die Macht übernommen. Grauenhafte Kreaturen verbreiten Angst und Schrecken. 5 rivalisierende Gruppen kämpfen um die Macht. Die Shadows, ihre Namen lassen menschliche Zungen zu Staub zerfallen. Doch ihre Taten erzählt man sich seit Jahrtausenden. Geschichten von scheinbar unsterblichen Blutsaugern, die Shadows. Die Ghouls. Die Ghouls waren früher Shadows, bis sie in Ungnade gefallen sind. In den Untergrund verbannt, ernähren sie sich von dem Blut der Toten, das sie zu grauenhaften Kreaturen macht. The Fallen. Als die Menschheit fiel, krochen sie aus den Leichenbergen hervor. Ihr Geist ist zwar tot, aber ihr Körper hat das nicht akzeptiert. Ihre Meister sind die Shadows. The Pack. The Pack ist nicht irgendeine Biker-Gang, sondern die einzige Überlebende auf diesem verdammten Planeten. Die Welt brennt und The Pack trinkt erstmal ein Bier. Ihr Eigengebräu, Brutal Brewski. Resistance. Nicht alle Menschen sind verloren. Die härtesten, paranoidsten und am besten ausgerüsteten Kämpfer bilden eine Gegenwehr. Den Widerstand. The Resistance. 2021 kommt eine ganz neue Spezies bei Traumatika hinzu. Die Rotters. Eine mächtige Bedrohung, die Traumatika überschattet. Die animalischen und von ihren Instinkten angetriebenen Rotters haben es geschafft, in die Welt von Traumatika einzudringen. Und das soll erst der Anfang sein.
Willkommen zu Horror Nights Traumatica. So, ab hier müssen wir aufpassen, denn jetzt kommt die Warzone und ich höre schon was. Ei, ei, da geht's lang. Hopp, hopp, hopp. Lego. Einer Linie. Einer Linie. Da geht's hin. So, hast nicht gedient. Ey, ne? Karische Brille auf der Nase. So, hier wisst ihr, was es geht. Das an unserem Bunker übernommen und ich will, dass ihr ihn zurückholt. Bleibt nicht stehen, renn und vor allem bleibt am Leben. Los geht's! Ja, liebe Gruselfans, liebe Hitman-Fans, das ist natürlich so, dass man hier mit einer Kamera nicht in die Häuser rein darf, entsprechend die ganze Sache nicht filmen darf. Da sind natürlich Urheberrechte, spielen da eine Rolle. Aber trotzdem versuche ich euch so viel hiervon einzufangen, von dieser Atmosphäre, von diesem Grusel, ja, von diesem brutalen Horror, der hier teilweise abgeht. Ihr habt es gerade gesehen, die Leute werden verfolgt, bis sie weinen. Und das nenne ich echten Gruselspaß. Oh, oh. Thank you.
Weiter geht's! So, ich kann also nur sagen, Resümee, Traumatica 2021, jeder Euro lohnt sich. Wer Gruselfan ist, wer Horrorfan ist, der kommt hier nach Rust in den Europapark und er gibt auch diese 38 Euro aus, um hier bei den Horror Nights, früher Horror Nights, heute Traumatica, dabei zu sein. Wir machen jetzt eine Pause, wir gehen jetzt in die Silver Bullet Bar. Mal sehen, ob wir dann die Motorradgang da treffen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal dieses Brutal Brewski probieren. Wenn wir dieses Event hier benoten müssten, dann würden wir ganz klar hier 5 Sterne von 5 möglichen vergeben. Der Gruselfaktor ist sehr hoch. Am besten hat uns das Haus der Shadows gefallen, die Vampire, die meisten Scares und wirklich Gänsehaut. Mich hat es 2-mal richtig weggerissen. Ganz tolle Sache. Von diesem großartigen Horror-Event sage ich euch für heute Tschüss. Ich hoffe, ich konnte euch in diesem kurzen Video das Traumatica 2021 ein bisschen näher bringen. Kauft euch ein Ticket für nächstes Jahr und seid dabei. Und bleibt natürlich dran hier bei den Hitman Studios. Bis dahin, bleibt alle gesund. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss, euer Hitman.